wir sind mittlerweile bei Donkey Kong Country Tropical Freeze in Welt 2 angekommen. Und jetzt schauen wir uns gleich mal das erste Level dort an. Level 2.1 Gemühlräder. Natürlich auch wieder im extra schweren Modus mit DK. Dieses Level ist ein sehr, sehr cooles Level. Und vielleicht mag ich es auch nur deswegen so, weil die Musik in diesem Level der absolute Oberhammer ist. Ich liebe diese Musik. Oh, es ist so schön. Die ist so schön, die Musik. Die passt auch so wunderbar. Denn wir sind ja hier in den Alpen, was ich eh schon total cool finde. Das ist ein... Wow, das war skillig. Das finde ich eh schon total cool, dass es eine Alpenwelt gibt. Ich meine, wer kommt auf sowas? Und hier in diesem Level, oder nicht nur in diesem Level, sondern in der ganzen Welt, ist es auch wieder so, dass man im Prinzip die ganze Zeit nur in den Hintergrund gucken kann und trotzdem dort überall immer wieder was Neues entdecken wird. So, diesmal passt besser. Das war zwar in Welt 1 natürlich auch schon so, aber hier jetzt in Welt 2 ist es nochmal ein bisschen verstärkt, finde ich. Wir haben noch kein Puzzleteil, das macht mich so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir hier alle besiegen, all diese vier Pinguine, dann kriegen wir, glaube ich, eins. Oder? Ja, okay. Ja doch, dann müsste das eigentlich das erste sein. Ja, die Musik passt einfach so wunderbar. Scheiße. Fuck. Oh! Boah, gerade noch so gekriegt. Alter. Was dieses Wildschwein hier aber soll, das weiß ich nicht genau. Also wirklich, guckt einfach mal in den Hintergrund. Man fühlt sich sowas von in den Alpen. In der Schweiz oder so. Ach, so schön einfach nur. Und dann wird es durch die Musik nochmal so super unterstützt. Die ist auch so chillig. Oh, oh. Die ist so gut. Okay, jetzt gibt's hier ein bisschen Fass-Action. Hier, ne, gibt nur eine Bananenmünze. Okay, nee, die ich aber nicht mal gekriegt habe. Das ist ein bisschen verwirrend, weil dieses Windrad da anhält und nicht mehr weiterläuft, nachdem man geschossen hat. So, und ich glaube, hier braucht man aber alle Bananen für ein Puzzleteil oder sonstiges. Nein, nur für zwei Leben. Ja, gut. Nee. Dann halt nicht. Wenn das Leben keinen Bock hat. So, was haben wir hier? Aha. Mehr Zeugs. Gibt's da auch ein Puzzleteil? Nee, irgendwie ja nicht. Aber den Fass, genau. Warum eigentlich Fass? Ey, wie behindert bin ich eigentlich? Den Sack würde ich gerne mit dem Fass kaputt machen. Wow, mein Deutsch ist das Beste. Ah, und dort ist das nächste Puzzleteil, okay. Eine Banane, vielen, vielen Dank. Da kann ich mir was von kaufen. So, und hier kann man, glaube ich, rein... Und findet gleich das nächste. Ja, okay, dann bin ich doch relativ guter Dinge, dass wir bisher alle gefunden haben. Denn jetzt finden wir sie ja gerade wie am laufenden Band. Was haben wir hier? Noch eine Banane. Episch. Episch, episch, episch. Und da ist das O. Hat jetzt ein bisschen gedauert vom K zum O. Aber das Level ist auch ziemlich lang. Und auch so abwechslungsreich wieder. Wir sind gerade... Ich glaube, in einer Windmühle drin, oder? Davor haben wir ja schon die ganze Zeit Windmühlen durch die Gegend chillen sehen. Und jetzt sind wir in einer drin auch noch. Also das Level-Design ist auch so abwechslungsreich. Einfach das ganze Spiel ist so gut. Muss man wirklich einfach sagen. Ich weiß wirklich gar nicht, was besser ist. Dieses hier oder Returns. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Oder habe ich? Wenn nicht, dann tue ich es einfach jetzt. Nochmal oder so. Und zwar, ich finde vom Level-Design her und das ganze Gedöns ist Donkey Kong Country Tropical Freeze besser. Aber man muss halt auch sagen, dass Returns das alles ja quasi neu gemacht hat. Zwar auch nicht hundertprozentig neu, denn es gab ja die Donkey Kong Country Serie davor schon.
Aber zwischen Returns und Donkey Kong Country 3 ist dann doch nochmal ein riesengroßer Unterschied. Das muss man schon sagen. Und ja, Returns war auch einfach schon so gut und dann hier noch Tropical Freeze ist nochmal ein bisschen besser. Also, so genial einfach nur. Also die beiden sind meiner Meinung nach auf jeden Fall die besten 2D-Jump'n'Run-Spiele, die es da draußen gibt. Und hier müssen wir jetzt, glaube ich, jede Glocke einmal bimmeln. Und dann kriegen wir ein Puzzleteil. Schön. Das Ende ist auch so ein bisschen gefährlich. Und apropos gefährlich, das wird's jetzt auch. Denn jetzt bricht alles unter unseren Füßen weg. Sogar die Plattformen auf den Windrädern brechen weg. Deswegen muss man sich hier ein bisschen beeilen. Das ist jetzt tatsächlich auch nicht so leicht. Ich gehe jetzt mal hier mit Rollsprung rüber. Hier ist man sicher auf diesen grauen Plattformen. Mir fehlen noch drei Puzzleteile. Das kann eigentlich nicht sein. Muss ich leider zugeben. Ich glaube, wir haben was verpasst. Ich glaube sogar, es kommt nur noch eins. Wir haben also zwei Puzzleteile verpasst. Dann ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich euch eins reinschneiden muss. Oder beziehungsweise in dem Fall sogar zwei. Ja, da habe ich ja jetzt mal richtig versagt. Ha. Ich wüsste gar nicht wo. Da verpasse ich gleich zwei auf einmal. Wenn es nur eins wäre, das wäre ja okay. Die sind ja wirklich schwierig versteckt, aber gleich zwei? Ha. Naja. Wir werden auf jeden Fall gleich sehen, wo die Puzzleteile versteckt sind. Oh, ich bin ja auch so ein Depp. Das sehe ich schon. Hier muss ich was hin. Boah, ich bin so behindert. Warum check ich denn das nicht? Mann! Ich muss ein bisschen aufmerksamer durch die Level gehen. Ich habe auch in dem Level wirklich gemerkt, dass ich irgendwie nicht wirklich auf das Level selber geachtet habe, sondern nur auf anderes Zeugs, dass meine Gedanken ganz woanders waren. Das darf man hier nicht machen. Man muss die ganze Zeit aufmerksam sein und alles untersuchen. Nur dann findet man auch wirklich alle. Also, dass ich das jetzt übersehen habe, ist schon ein bisschen sehr peinlich. Ich werde mich jetzt in den nächsten Leveln wieder mehr konzentrieren. So, das war das erste, das uns fehlt. Und das zweite ist da. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich muss diese Banane hier einsammeln. Ja. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Gleich die ersten beiden verpasst. Wir sehen uns wieder auf der Overworld. Sowas von peinlich. Also, dass ich die beiden verpasst habe, vor allem das erste. Das kann man gar nicht übersehen. Aber ich glaube, ich weiß auch, woran es lag. Weil ich habe ja ganz am Anfang des Levels über die Musik gesprochen und die ganze Zeit mitgesummt. Und dadurch war ich sowas von abgelenkt von dieser absolut genialen Musik, dass ich überhaupt nicht mehr auf das Level selber geachtet habe. Tut mir wirklich leid, es wird nicht mehr vorkommen. So, hier war meine Zeit übrigens 1:26 und 36 Hundertstel. Und hier in Alpnashorn ist sie 1:39 und 61 Hundertstel. Und das schauen wir uns jetzt an. Und warum heißt dieses Level Alpnashorn? Kenner der Donkey Kong Country Serie wissen vielleicht schon warum. Denn wir werden auf einen alten Freund treffen. Stimmt, und ich habe auch am Anfang über den Hintergrund die ganze Zeit gesprochen und habe nur auf den Hintergrund geschaut und deswegen habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Aber hier, schaut euch hier auch mal den Hintergrund an, die ganzen Häuser, die da stehen. Oh, es ist so schön einfach nur. Und hier ist die Musik auch wieder richtig cool. Nicht ganz so cool wie die davor, aber auch nice. So, und hier in dieser Box ist Rambi! Yay! Der tierische Helfer, den es schon in Donkey Kong Country 1 und 2 gab. Ne? In 3 kam er ja nicht vor, aus irgendeinem Grund. Aber hier kommt er auf jeden Fall auch wieder vor, genauso wie in Returns auch schon. Damit ist er der tierische Helfer, der am häufigsten vorkam. Was man jetzt. Ja, auch zwei. Ja, könnte man auch anders sehen. Ich glaube nämlich, Squawks kam in jedem vor. Aber halt
in Returns und hier in Tropical Freeze nur so halb. Er ist ja kein tierischer Helfer, den man in einem Level finden kann, sondern man kann ihn ja im Itemshop kaufen und dann hilft er einem bei der Puzzleteilsuche. Aber ein wirklicher tierischer Helfer im eigentlichen Sinne ist er nicht. Und das ist aber auch ein Punkt, der sehr, sehr schade an dem Spiel ist, was ich auch schon an Returns so schade fand, dass es nur Rambi als tierischen Helfer gibt. Ich habe nichts gegen Rambi, auf gar keinen Fall. Ich finde sogar erst der zweitcoolste, glaube ich. Denn ich finde die Spinne, wie sind die jetzt? Squitter? Ich glaube Squitter. Ich könnte mich täuschen. Die finde ich noch ein bisschen cooler, aber danach kommt eigentlich schon Rambi. Aber trotzdem, dass es nur ihn gibt. Ich meine, vor allem jetzt, wo es Unterwasserpassagen gibt, hätte man noch zumindest Angar zurückbringen können. Aber, ja, irgendwie nicht. Und ein Puzzleteil für mich. Nice. Bin ich eigentlich vorhin mit Rambi zurückgelaufen? Weil ganz am Anfang war ja was. Doch, ich glaube, ich bin schon zurückgelaufen. Ja. Ja, und Rambi kann so ziemlich jeden Gegner und sowieso alles killen. Das ist ganz cool an ihm. Hier bei den Dingern solltet ihr übrigens zuerst die Glocke aktivieren. Ihr könnt hier auch einfach durchrennen mit Rambi, aber dann zerstört ihr das Ding und ihr kriegt die Belohnung nicht. Es gibt zwar dafür, glaube ich, niemals ein Puzzleteil, aber trotzdem. Kann ja nicht schaden. Auch wenn wir nur ein paar extra Bananen kriegen. Ich weiß nicht, ob ich den Sprung jetzt noch geschafft hätte. Jetzt musste ich Rambi opfern. Das hat mich jetzt ein bisschen an Super Mario World erinnert. wenn man auch immer Yoshi opfern muss, um weiterzukommen. Tut mir wirklich leid, Rambi. Das wollte ich nicht, aber hier ist er ja schon wieder. Ich hab das... Doch, ich will nochmal zurücklaufen. Wenn... Ja, in dem Part bin ich ja schon wieder richtig gut, Leute. Das merkt man wirklich. Ich bin der allerbeste. Keine Zweifel gibt es daran. Keine Zweifel. So, jetzt kann ich aber nochmal überprüfen, ob ich hier denn am Anfang wirklich geschaut habe oder nicht. Doch, ja, habe ich. Ja, okay. Ich war mir nur nicht mehr sicher. Habe ich hier dran eigentlich gezogen? Rambi kann übrigens auch von selber Gegner töten. Das ist auch so nice an ihm. So, und ich glaube, da wir ja bisher alles gefunden haben. Übrigens, für das K darf man diese Blöcke nicht kaputt machen, denn sonst kommt man nicht mehr hin. Da wir ja, glaube ich, bisher alles gefunden haben, werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen durchrennen, was mit Rambi auch wunderbar funktioniert. Denn wie gesagt, er kann einfach alles und jeden plätten. Mit ihm braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das ist das Schöne. Ja, nee. Ich komme die ganze Zeit aus Versehen auf den Abspringknopf irgendwie. Ziemlich komisch. Oh, geh hoch. So, zack. Ja, zu faul, die Bananenmünze einzusammeln, brauche ich eh nicht. Okay, und stirb. Man kann halt auch einfach in die Gegner reinlaufen mit Rambi. Was ja normalerweise nicht geht, das ist halt auch so cool an ihm. So, es könnte nämlich sein, dass es hier doch... Ja, hier gab es doch ein Puzzleteil, okay. Dann war es also doch gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin und geschaut habe. Auch wenn ich es verkackt habe. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Gut, und jetzt kommt wieder mal ein Abschnitt, bei dem wir rennen müssen. Denn alles fliegt hier zusammen. Und ja, wir wollen nicht mit untergehen. Hier ist noch ein Puzzleteil. Es kommt auch von links, glaube ich, irgendwas. Und jetzt wollte ich euch wieder zeigen... Hey, schaut mal, von links kommt auch was. Ihr müsst euch beeilen. Und was mache ich? Ich bleib stehen. Okay. Okay. So, was merken wir uns daraus? Nicht mehr so viel Scheiße machen, nur um irgendwas zeigen zu können. Also wirklich schwierig ist das Level eigentlich nicht. Vor allem, weil man Rambi hat und weil er overpowered ist. Also einfach wieder ruhig sein und konzentrieren. Die Gegner können sogar auf einen draufspringen. Der hat eigentlich vorhin DK erwischt. Wartet mal. Das will ich euch jetzt aber wieder zeigen. Willst du dich nicht mal umdrehen oder so? Wartet mal. Nee, verdammt. Egal, ihr habt ja gerade eben gesehen, er ist eigentlich auf DK draufgesprungen. Aber Rambi hat ihn trotzdem noch irgendwie mit seinem fetten Horn erwischen können. Also, ja, Rambi ist echt richtig cool. Kann man nichts dagegen sagen. So.
diesmal werde ich hier auch rennen und nicht versuchen, euch irgendwas zu zeigen. Damit ich auch bloß nicht von irgendwelchen fliegenden Meteoriten-Dingern oder so erwischt werde. Okay. K, O und N haben wir schon. Und uns fehlen noch zwei Puzzleteile. Okay. Es fehlt tatsächlich nicht mehr viel, obwohl eigentlich noch ein bisschen was kommt. So ein kleines bisschen zumindest. Da haben wir schon das nächste. Nice! Puh. Da muss ich jetzt wieder von Rambi abspringen. Es tut mir echt leid. Ich hätte dich schon so oft geopfert. Und hier ist sonst nichts mehr. Ha, okay. So. Müssen wir hier alle Bananen sammeln? Ich weiß es nicht sicher. Ich mach's mal. Das ist nie verkehrt, wenn ihr immer alle Bananen sammelt in einem Bereich. Nein, okay. Also ein Puzzleteil fehlt uns jetzt noch und das G. Die sind bestimmt mal wieder auf irgendeinem Block oder so. Sodass ich die eben nicht zerstören darf. Aber momentan noch nicht. Ah, hier muss ich von Rambi auch wieder abspringen oder den Gegner benutzen. Schnell! Oh Gott, war das wieder knapp. Okay, und wo ist das letzte Puzzleteil? Sag mir jetzt nicht, dass ich es verpasst habe. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe schon wieder eins übersehen? What? Ey, wie scheiße bin ich eigentlich, oder? Wir haben doch... Ja, wir haben nur 6. Ey, wie kacke bin ich? Okay, ja. Tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was in diesem Part los ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal jetzt von euch. Wenn euch dieser failige Part trotzdem irgendwie gefallen hat, könnt ihr ja trotzdem vielleicht einen Daumen hoch geben, um mich wieder aufzumuntern oder auch einen netten Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, auch meinen Kanal abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo es hoffentlich wieder ein bisschen besser läuft. Und wo das letzte Puzzleteil ist, das sehen wir jetzt noch. What the fuck? Okay, man musste da die Bananen einsammeln. Und ich bin gestorben. Ja, ich mache das Level noch zu Ende und ich verabschiede mich. Also der Part, der muss jetzt zu Ende gehen. Ciao.